Ja, ich empfange hier gerade ein RTTY Seewetterbericht 4583 Kilohertz ist das eigentlich. Muss man wegen USB so ein bisschen anpassen. Kann man das sehen? So kann man es sehen. Ich habe jetzt auf 4582,5, weil ich muss das hier im Telereader, müssen diese beiden Lämpchen blinken. Ja, und als Antenne verwende ich hier meine Möbius Loop-Antenne. Die kennt ihr schon, die hatte ich mal ursprünglich, da ist sie noch auf dem Holzrahmen. Das war die erste Version. Das war halt so eine spontane Idee irgendwie. Ja, und dann hatte ich so, die funktioniert ja so gut, ne? Dann hatte ich noch mal eine Version, wo ich die komplett zusammengedrillt habe, aber eigentlich ist das ja schon eine Loop-Antenne. Deswegen habe ich sie jetzt mal, ich hatte euch das auch schon mal gezeigt, das sind diese Hundesportartikel, ne? Das sind so Reifen, wo die gibt es in verschiedenen Durchmessern. Das hier ist jetzt der kleinste 40 cm Durchmesser und es gibt aber auch noch 50, 60 und 70 cm. Nur ich habe halt hier nicht so viel Platz, deswegen habe ich 40 cm genommen. Ja, und dann habe ich hier auch noch die Steuerung. Die hatte ich euch ja auch schon vorgestellt. Das ist dieser Antennenrotor mit dem Netzteil da unten. Das steht jetzt so auf 4, 5 Volt ungefähr, damit er sich nicht so schnell dreht. Und jetzt kann ich den halt schön drehen. Ich glaube, so ist es besser, ne? Ja, und dieser Standfuß hier, ne, den kann man auch dazu kaufen. Es gibt auch so fertige Sets, aber nicht mit den kleinen Durchmessern, aber ich glaube mit den 60ern gibt es auch so Sets, die sind dann etwas günstiger. Also da kauft man den Standfuß und den Reifen zusammen. Ja, und was kostet das? Nicht mal 20 €, ne? Ist also relativ günstig. Ja, und ich habe einfach diese Möbius, diese Klingeldrahtantenne, die habe ich einfach nur mit Tesafilm da so fixiert, hier und dort. Ganz simpel, es sind drei Lagen, also 3,2, wenn man es genau ausrechnet, weil es sind ja 40 cm Durchmesser mal Pi. Da kommt man auf 1,20 Meter irgendwas mal 3,14, dann hat man also den Umfang. Und wenn man dann diese Möbius Loop Antenne besteht ja aus 2 mal 2 Metern. Wenn ich dann also 4 Meter dadurch teile, dann komme ich auf 3,2 und dann passt es dreimal rum plus ein bisschen für die Zuleitung hier, ne? Passt also super. So, und dann geht das hier halt zum Empfänger. In dem Fall zu dem Teletron. Und ja, der dekodiert das hier halt. Das ist übrigens jetzt der Sound vom Telereader. Der hat ja auch noch mal einen Audiofilter. Das ist der Originalsound. Signal, ich muss noch mal nachkorrigieren. Der das noch besser hört. Ist jetzt Richtung, also Nord-Süd-Richtung. Da ist er besser. Ja. So. Aber der ist jetzt in seiner Warteschleife. Machen wir den wieder aus. Das ist das Schöne, man kann beim Teletron einfach den Lautsprecher ausschalten. Das ist ja so ein Bundeswehrgerät, ne? Ein ehemaliges. Und das ist jetzt der
gefilterte Sound vom Teleader, nicht? Der hat einen sehr guten Audiofilter, der also das Maximum an Signal irgendwie noch mal rauskitzelt. Ja, hier stellt man ja also den Modus ein, also RTTY in diesem Fall hier der Abstand, ne? Shift, also 450, und das deswegen musste ich hier ein bisschen nachkorrigieren mit dem Plus und Minus da unten, weil hier hat er ja nur 425. Hier sind die Baud, 50 Baud. Ja, und hier kann man noch mal vor und zurück blättern. Das ist ganz lustig. Das ist jetzt das, was er schon dekodiert hat. Also zwei Seiten. Und das ist das, was er aktuell am Dekodieren ist. Ja, hier kann man die Helligkeit einstellen vom Monitor. Ihr müsst übrigens darauf achten, wenn ihr auch so ein Gerät mal kaufen wollt. Bei eBay werden einige angeboten, aber manchmal haben die defekte Bildröhren. Da müsst ihr vorher euch ein Beweisfoto schicken lassen, wo man sehen kann, dass das Ding auch funktioniert. Wenn es das nicht gibt, würde ich es nicht kaufen, weil solche Bildröhren, ich weiß, klingt nach einer aufwendigen Reparatur auf jeden Fall. Aber dies hier, das funktioniert einwandfrei. Man kann es übrigens auch an den Rechner übergeben, das Signal. Wenn man hier auf TTL stellt, muss man das hinten am Gerät anders abnehmen. Man kann auch ein Oszilloskop anschließen. Ist auch noch ein Anschluss dran. So, und hier kann ich halt die Lautstärke regeln. Ja, es ist sehr einfach zu bedienen, ne? Es kann ja auch nicht so wahnsinnig viel. Es hat halt CW und RTTY, dann noch ASCII, ne? Das war es dann aber auch schon. Ja, aber für so Sachen reicht es ja auch. Und außerdem sieht es toll aus, finde ich. Macht richtig Spaß. Ich muss den Rechner nicht extra hochfahren, ne? Und ja. Naja, das ist ja auch so ein klasse Gerät, finde ich. Also es empfängt sehr gut. Von 10 Kilohertz bis hoch, also die ganze Kurzwelle bis 30 Megahertz halt, ne? Schönes Gerät, ist halt speziell für so Wetterfaxe gedacht oder Wetterberichte halt, egal ob Fax oder halt Fernschreiben wie in diesem Fall. Und ja, hier diese ganzen Einstellungen, die sind für Zusatzgeräte, die haben hier gar keinen Einfluss, hier Bild und Fax und so weiter. Das hier ist nur hier für die Lämpchen, das leuchtet dann halt ein bisschen anders, aber es hat auf den Empfang hier also überhaupt keinen Einfluss. Ist nur für die Zusatzgeräte halt. Hier ist die Lautstärke, die von diesem Lautsprecher. Das wirkt sich natürlich auch hier auf dieses Signal dann aus, wie das da ankommt. Ja, das ist oberes und unteres Seitenband, aber wie gesagt, ist nur für Zusatzgeräte. Hier kann man einstellen die Betriebsart, das ist jetzt also USB und LSB, also die Einseitenbänder, und wenn ich es nach unten schalte, ist es AM, kann man also normalen Rundfunk mithören. Sehr schön ist hier sind die Filter, die sind wirklich toll. Das muss man immer verdoppeln, weil das ist rechts und links, also es sind dann 0,3 Kilohertz, 0,8, 2, 3 und 6. Also für Rundfunk kann man es dann auf 3 stellen, dann hat man 6 Kilohertz Filterbreite. Hier, das ist die Antennenverstärkung. Wenn man die ganz nach rechts an Anschlag stellt, dann ist sie auf Automatik. Ansonsten kann man sie noch manuell hier einstellen. Ja, das Gerät hat auch da kann man alles dranhängen. Also egal was für eine Antenne, ob 30 Meter Langdraht oder länger oder hier diese kleine Loop-Antenne, weil der hat ein internes Anpassgerät, der macht das alles vollautomatisch und da kann man also nichts falsch machen. Das ist was Besonderes halt, ne? Besonderes Gerät. So zum normalen Empfang ist es lästig hier mit der Frequenzeinstellung. Das ist ja wie so eine Registrierkasse halt, ne? Wo man so, ne? Das ist halt aber extra für feste Frequenzen gedacht.
jetzt zum Beispiel so Wetterberichte halt, ne? Jo, das soll es mal gewesen sein. Ja, ich wollte euch eigentlich im Prinzip nur diese Antenne mal zeigen, dass man die sich auch ein bisschen anders gestalten kann. Halt, ich hatte die auch mal erwähnt, diese Hundereifen halt, ne? Ach so, da gibt es noch ein lustiges Detail. Also ja, das Ding wird einfach nur reingesteckt, ne? Das ist ja so ein Plastikring, der hat so Rillen hier. Man könnte hier auch die Antenne nochmal verdoppeln. Das werde ich vielleicht nochmal probieren. Verdoppeln und dann zuschaltbar machen, ne? Für noch tiefere Frequenzen. Also die fängt ja jetzt so, ich habe schon 60 kHz damit empfangen, hoch bis, also ganze Rundfunk, also bis 100 MHz, sagen wir mal so grob. Flugfunk ging nicht so gut mit der hier. Ja, da wird das einfach so reingesteckt. Fertig, ne? Und außerdem kann man, ist ja für Hundesport, ne? Damit es schwerer wird, kann man hier Sand reinfüllen. Das ist lustig. Es reicht jetzt vom Gewicht, ne? Es rutscht jetzt nicht irgendwie rum oder so. Aber man könnte auch noch Sand reinfüllen, wenn man möchte. Oder Wasser. Naja, aber Wasser und Elektronik, ich weiß nicht. Dann lieber Sand. Jo, das soll es mal gewesen sein. Ach, ich sehe gerade, es ist hier so ein bisschen außerhalb der Mitte. Naja. Kleiner Zwischenbericht. Ja, ich hatte mir das schnell noch bestellt. Und eben schnell zusammengeklebt, getaped, ne, mit einfach mit durchsichtigem Tesafilm. Kann man so ein bisschen sehen. Jo, alles klar. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und viel Spaß beim Basteln und beim Experimentieren.